Hallo Leute, ihr, euer Mr. Nerd, heute mit drei Themen. Einmal das Spiel, was Freundschaften zerstört wie kein anderes. Dann EverQuest Landmark Kurzreview mit meinem guten Freund Kurito. Und als drittes und letztes der Nerd-Anime- oder Manga-Tipp. Lasst euch überraschen, nach dem Intro geht's los. Ja, das war das Intro und jetzt gehen wir gleich zum ersten Thema über. Das Spiel, was Freundschaften zerstört. Was kann es wohl sein? Mario Party? Nein. Es ist Mario Kart. Wer kennt diese Situation? Man ist an erster Stelle, spielt mit Freunden und der beste Freund, in Anführungsstrichen, wirft einen den blauen Panzer nach vorne. Genau diese Spieleserie geht jetzt in die 8. Runde. Und ja, ich blende jetzt einfach mal ein Video ein, wo ihr schon ein paar Spieleindrücke seht und vielleicht, oder beziehungsweise richtig, eine neue Waffe, die jetzt mit ins Spiel implementiert wurde. Man sieht hier zum Beispiel normale Mario-Gameplay, Rennen, Motorrad oder Kart. Man kann die Reifen wegklappen, beim Motorrad ebenso, dann hat man ein kleines Hovercraft. Noch mit dazu kommen natürlich neue Waffen und neue Strecken, die ihr jetzt auch im Video seht. Die neue Waffe, die seht ihr gleich bestimmt irgendwie. Und dementsprechend ist das auch ein Bumerang. Und dementsprechend muss ich mich gerade konzentrieren, weil mein Kameramann irgendwelche Grimassen macht. Aber das mal nebenbei gesagt. Der Bumerang ist eine kleine Waffe, wie ich schon sagte, es ist ein Bumerang, man wirft ihn nach vorne und derjenige, der in der Flugbahn zurück ist, wird halt getroffen. Mit dazu kommen jetzt zum Beispiel, dass man diese Kanonenkugel, ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, wie die Kanonenkugeln heißen, dass man sich in diese verwandelt, ebenfalls so einfach nur schnurstracks die Strecke entlang pest, wie beim Kettenhund. Und während mein Kameramann Kamehameha auf meine Katze im Hintergrund macht, komme ich jetzt zum zweiten Thema. Und hier sind wir jetzt schon beim zweiten Thema, EverQuest Landmark. Wie im Vorintro angekündigt, Kurito wieder an meiner Seite. Hallo, Großer. Hey! Hi. Ja, er hat mich auf diesen Geschmack gebracht. In meinen Pixelmon-Folgen hatte ich schon angesprochen, dass ich mich dieses Spiel ziemlich gepackt hat. Und ja, Kurito, erzähl doch einfach mal was, während wir irgendwie das Video im Hintergrund abspielen. Chris, vor mir Material, ich mache was fertig. Gut. Ja, EverQuest Landmark wird gepublished von Sony Online Entertainment und es ist ein Zusatzprodukt im Prinzip zu EverQuest Next. So haben die Entwickler sich gedacht, dass man später die Möglichkeit hat, diese Sachen, diese Werke, die man in diesem Spiel baut, es ist also im Prinzip ein Minecraft 2.0 oder Minecraft in schön, wie ich es gerne sage, diese Werke, die man dort baut, wenn die spieletechnisch und designtechnisch in die richtige Welt von EverQuest passen, ist auch die Chance da, dass sie das übernehmen würden und mit in die richtige Spielwelt einbauen kann. Sprich, Normalverbraucher wie du oder ich oder ihr haben dann wirklich die Chance, aktiv am Spielgeschehen dabei zu sein, aktiv das Spiel zu kreieren, was ich eine ziemlich geniale Sache finde. Und allgemein vom Aufbau her ist das Spiel ziemlich simpel gemacht. Ja gut, das heißt simpel, es ist komplex, muss ich das einfuchsen. Aber man hat echt einige Möglichkeiten dort. Bei Minecraft ist man ja leider darauf gefixiert, eckige Blöcke. Ja, viele eckige Blöcke. Sehr, sehr viele, genau. Grundlegend fängt es bei EverQuest auch so an. Man hat einfach nur bei EverQuest Landmark, bevor ich das wieder vergesse, meine Güte. Landmark, genau. Hat man auch einfach nur Blöcke, aber man kriegt dann später nach und nach Tools, die man sich durchs Crafting freischalten kann. Und dann kann man sogar anfangen, die Sachen abzurunden, man kann runde Objekte bauen, man kann, wie ich zum Beispiel, ich baue eine Ruine, eine Festungsruine, wo ein riesiger Baum mittlerweile drin steht, wobei ich wusste, dass er so riesig ist. Ja. Und man hat dann wirklich die Möglichkeiten, eine detaillierte, runde Welt, Gebäude oder sonst was zu bauen, was man möchte. Man hat wirklich keine kreativen Einschränkungen. So habe ich bei meinen kleinen Touren durch die Welten schon Sachen gesehen, wie von schicken Häusern mit riesen Hähnchen drauf. Also zum Beispiel. Da gibt es echt kreative Leute. Oder aus Blöcken nachgebaute Pferdestatuen à la Rom-Stil zum Beispiel. Perfekt modelliert. Die man also wunderbar mit den Smooth Tools zum Beispiel kletten kann. Und ich finde, das Spiel hat auf jeden Fall eine Chance erstmal verdient. Finde ich auch. Vor allen Dingen ist es ja Free-to-Play. Es ist Free-to-Play, vor allem ohne irgendwie ein Pay-to-Win. Man kann kaufen, aber muss man nicht. Also das ist, das ist eigentlich Free-to-Play, wie man es eigentlich immer erwartet. Ja, genau. Und ich habe auch nicht so die Befürchtung, dass Sony Online Entertainment da was falsch machen wird. Denn in meinen Augen ist Sony Online Entertainment echt einer der besten Publisher. Ja, die SOE, ihre Community, die machen wirklich viel. SOE zum Beispiel published ja auch das Spiel DC Universe und da sieht ja eigentlich jeder, was aus diesem Spiel mittlerweile geworden ist. Neue Add-ons, Green Lantern, bla bla bla.
Gut, die kosten zwar, aber dafür ist es free to play und man muss nicht unbedingt im Shop einkaufen gehen. Das finde ich bei SOE auf jeden Fall spitze gemacht. So sieht's aus. Ja. Kurz noch angemerkt, bevor man jetzt falsche Informationen kommt, es wird free to play, noch ist es in der Closed Beta. Aber man hat die Möglichkeit, wenn man möchte, sich einzukaufen oder man versucht, die von Kate zu ergattern. Ja. Wir könnten ja eigentlich auch ein Gewinnspiel noch machen, aber das machen wir dann gleich mal aus. Das ich planen wir vielleicht. Also, wir versprechen euch nichts, aber wir schauen mal, also was doch, ich da mache. Ich versprechen es jetzt. Okay. Ich habe noch zwei Cases, die gebe ich raus. Genau, gut. Sponsor bei Gurito. Ihr habt ihn gehört. Den dicken Gewinnspiel Bären. Überlegen wir uns das kleine Pause und in der nächsten Szene bekommt ihr das Gewinnspiel noch vor die Nase gesetzt. Bis zum Schluss. Genau, und natürlich findet ihr alle Seiten, die EverQuest Landmark betreffen, in der Videobeschreibung. So, dann bin ich wieder raus. Weiter geht's mit Nerd. Ciao! Ja, jetzt kommen wir zum dritten und letzten Thema. Last but not least, Nerds Anime-Manga-Tipp. Und dieses Mal ist es ein schöner Manga, den ich schon seit geraumer Zeit lese, der aber auch nur 5 Bände hat. Ich halte ihn mal in die Kamera. Es ist Osama Game. Ja, worum dreht es sich da in Kurzform? 32 Schüler bekommen mysteriöse SMS von einem Osama und dementsprechend müssen sie in den SMS alles irgendwie befolgen, egal was von ihnen gefordert wird, wie zum Beispiel Schülerin A und B müssen innerhalb von 10 Minuten einfach mal in die Kiste springen, um zu überleben. Wenn sie es nicht tun, werden sie entweder erstickt oder am lebendigen Leibe geröstet. Solche Sachen kommen da drinnen vor. Die Story ist von Nobuaki Kasasawa und die Art, also die Zeichenkunst, ist von Hitori Renda. Also ich muss sagen, dieser Anime gefällt mir. Verlag ist Katzenmanga, aber hier ist er nochmal zu sehen. Gebt ihn euch. Es ist Psycho-Mystery-Horror-mäßig auf jeden Fall, ja, zu haben. Ansonsten, während mein Kameramann Kurito hier irgendwas sagt und mich wieder ablenkt, sage ich ganz einfach mal, wir sehen uns das nächste Mal. Entweder, ja, wir sehen uns das nächste Mal in der Endcard. So. Ja, das war's wieder für diese Nerd Inside-Folge von mir, eurem Mr. Nerd und meinem Gaststar Kurito. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Hier natürlich, wie immer, auf der Endcard verlinke ich mal auf eine alte Nerd Inside-Folge, während meine Katze hier mal sich an den Camcorder reibt. Ich hoffe, euch hat's wirklich gefallen. Ich möchte noch einmal herzliche Grüße und ein herzliches Dankeschön an Sonja ausrichten, von der ich diese Mario Kart News bekommen habe. Danke, dass du erstmal diese schöne Folge geschaut hast, ne? Und ansonsten hatten wir ja noch angekündigt, dass es ein Gewinnspiel geben wird, nämlich folgendes. Es geht um 2 Beta-Keys für das Spiel EverQuest Landmark, beziehungsweise EverQuest Next-Landmark, worum es ja in dieser Folge ging. Und da haben Kurito und ich uns ein kleines Gewinnspiel ausgedacht. Und ja, hier kommt folgende Frage. Ja, es ist wieder eine Frage beantworten. Wann hatte Kurito seinen ersten Auftritt auf meinem Kanal, also bei mir, Mr. Nerd Inside Gaming? Die Folge bezieht sich auf sämtliche Videos, die ich hochgeladen habe seitdem. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir per per Privatnachricht, in welcher Folge eure Antwort. Und ich lose es dann mit einem Online-Generator für Loszug und Co. aus. Die 2 Gewinner werden von mir dann privat angeschrieben und ja, in der nächsten Nerd in Zeit oder sogar Pixelmon-Folge in dem Fall dann schon erwähnt. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Falls ihr euch fragt, warum hat der Nerd jetzt ein anderes Oberteil an? Es ist Dienstag, wo ich diese Endcard jetzt drehe. Ich habe es komplett verpennt. Und ja, ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal, entweder in Minecraft Pixelmon oder in Nerd Inside. Ich versuche wieder pünktlich in 2, 2,5 Wochen eine Folge rauszuhauen. Bis dahin, bleibt mir nerdig, meine Lieben. Bis dahin, Horridor.